Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Panzerkorps 2. Wir verteidigen immer noch hier Sizilien gegen den Angriff der Alliierten. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich hier diesen Angriff durchführen soll. Ach komm, ich mach's einfach mal. Ihr seht, wie das die hier immer wieder ordentlich zurückwirft. Ich bleib allerdings... Ne, ich gehe direkt zurück hier mit denen. Oder ne, will ich das... Ich bleib hier stehen. Die werden das schon überstehen. So, will ich mit denen hier vor? Ja, komm, ausnahmsweise gehe ich jetzt mal raus hier und hau den hier mal eine drauf. So, gut. Das kann ich hier theoretisch das hier sogar noch einnehmen. Ach komm, ich mach das mal, das bringt mir Geld. So, und vielleicht kann ich sogar noch hier dieses Flugfeld einnehmen. Ihr seht, die scheinen das hier nicht mehr wirklich verteidigen zu können oder zu wollen. Vielleicht ein bisschen was von einem, ein bisschen was vom anderen. Der kann auch nichts mehr tun. So, KI-Phase. Jetzt haben wir gerade mal ein Drittel rum. Und man muss der ganzen Sache hier dann doch massiv mit Respekt begegnen. Dieser Flieger ist tot. Des Gegners. Der hat gerade eben unseren Jäger angegriffen. Und der ja ist auch so gut wie Toast. Sieht schon geil aus, wie einfach den Turm dreht, ne? Autsch. Muss ich reparieren. Das, was ich gerade eben sagte. Auweia. Das Gute ist, dass die strategischen Bomber sich hierauf konzentrieren und nicht auf irgendetwas eher drüben Richtung Messina. Auf der direkten Straße nach Messina, meine ich. Mhm. Ich bin schon beeindruckt, wie viele Flieger die haben. Und die brechen jetzt hier demnächst durch, ne? Aber ihr seht, was hier halt los ist, ne? Ohne Gebirgsjäger wäre das hier halt absolut nicht möglich. So, ihr nehmt jetzt mal das da ein und danach das da. Und dann guckst du sogar noch, dass du da runterkommst nach Licata. Du wirst hier einfach repariert. Du bleibst also deswegen hier stehen. Dasselbe mache ich mit dir. Die Infanterie hier kann den hier angreifen. Das hat er sich verdient. Der Treffer war sogar richtig heftig. 0-0-0-2-1-2. Dich muss ich reparieren. Reparieren. Das ist eine Artillerie. Ah. Und das war eine Artillerie. Okay, sie ist down. Jetzt komme ich mit den Jungs hier gar nicht hin. Das ist echt doof. Du gehst dahin, weil die können noch dahin. So. Ich gehe jetzt mal mit dem Recon dahin, habe ich eine bessere Trefferchance. Aha. Okay, da geht nichts. Der muss wieder repariert werden. Was mache ich mit dir hier? 1-1-0. Auch nicht. Okay, dann schieße ich da drauf. Dann fallen die hier zurück und ich halte diese Position immer noch mit dem Tiger. 4 und 3. So doof ist das gar nicht, ganz im Ernst. Dann ist der schwer geschwächt. Und ich kann mich mit denen hier sogar nochmal zurückziehen. So. Nächster Turn. Artillerie. Da kann ich drauf feuern. Das ist schlecht für ihn. Ich bin echt überrascht, wie schlecht meine Artillerie hier gerade eben Wirkung zeigt, ey. Feuer frei. Er fällt zurück. Ganz im Ernst, ich möchte ihm noch weiter zusetzen. Ach, auf einmal geht das nicht. Wie gemein. Wie gemein. 3-9. 3-9.
Ich mache jetzt mal Druck hier. Genau, fallt mal zurück, ihr Penner. Entschuldigung. Ach ja. Manchmal muss man auch mal aus sich rausgehen. Zack. Und jetzt schießen wir den ab. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass hier jetzt die Lufthoheit langsam aber sicher nachlässt. Ich verlagere deswegen jetzt hier alle meine Jäger mal darüber, die noch aktiv arbeiten können. Um hier nochmal die Sache so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Bomber habe ich auch noch. Den ich noch gar nicht eingesetzt habe. Hauen wir mal drauf. Ich kann sogar hier mit ihm das hier noch angreifen. Das ist das Coole an den Teilen. Die sind halt multifunktional. Ohne Witz, mein Tiger ist so viel stärker als die. Dann mache ich das doch liebend gerne. Treib die jetzt mal zurück. Nicht mit allen Einheiten, aber mit ein paar kann man das durchaus mal machen. Hier nicht, das ist zu gefährlich. Das mit euch bleibe ich da. Es bleibt ja immer noch so eine 1-1-Situation, die mir nicht gefallen will. Dass du bleibst da, der Panzer da rückt jetzt hier auf das hier vor. Das ist halt echt krass, ne? Wegen dieser Artillerie kann ich nicht angreifen. Die haut echt übel rein. Du bist nichts. Du hast schon geschossen, du bleibst da. Du hast schon geschossen, du bleibst da. Nicht, du rückst jetzt auch mal ein Stückchen weiter vor. Du gehst. Ne, du kannst da bleiben. Und ich gehe ein Stück zurück. Es ist Quatsch, da zu bleiben. So, der Gegner ist wieder dran. Da ist einmal die Musik ausgegangen. Hat sich das Spiel so erschreckt vor sich selbst, dass einfach mal die Musik ausgegangen ist. Bum, bum, bum. Und schon sind sie nicht mehr ganz so effizient, wie sie gedacht haben, dass sie wären. Das wird jetzt wehtun. Ah, ne, sie greifen den Tiger an. Ja, wenn sie unbedingt meinen, dass der Tiger weg muss. Ja, dann ihre Stelle die Artillerie angegriffen. Aber ich weiß nicht, ob sie gegen die eine Chance gehabt hätten. Und normalerweise schon. Artillerie ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt hier im Close Combat stark wäre. Die Nahkampfartillerie. Was immer noch Schrotflinte. Boah, diese Bomber müssen weg. Der hat sich jetzt hier selbst encircled, der Junge. Wenn er meint, dass ihm das was hilft. Bezweifle ist ja stark. Oh, die kommen jetzt tatsächlich über da oben. Holy shit. Dann. Guck ich mal, was da ist. Ah, das verteidigen sie. Alles klar. Attacke. Und Attacke. Gut, dann ziehe ich mich hier wieder zurück. Wie schaut es jetzt hier aus? Mäßig. Hier kann ich angreifen für 3. Hier kann ich angreifen für 5. Für 9. Oh, der Junge hat sich in eine bescheidene Position gebracht. Aber vorher jedoch muss ich tatsächlich Fliegerchen jetzt hier ins Visier nehmen. Das ist ein Tactical Bomber. Mit dem bombe ich jetzt erstmal hier. Also gut, wir machen jetzt hier einen
Ne, ich greife einfach mal so an, oder? Den repariere ich in der Zeit, dann habe ich nächste Runde wieder frei. So, und dadurch ist der nämlich jetzt hier eigentlich Shishkebab. Böhm. Erledigt. Euch lasse ich jetzt hier nicht weiterlaufen. Diese Infanterie zieht keine Stellung, die bleibt hier unten. Ja, ich greife jetzt das hier an. Das zieht sich zurück. Oh, die sind gefolgt. Warum auch immer. Wieder reparieren. Wieder reparieren. Wieder reparieren. Ja, und wieder reparieren. Es ist eine ewige Reparaturorgie hier. So. Ja, ich versuche jetzt die hier einfach mal so ein bisschen in ihre Schranken zu weisen. Ziehst dich dahin noch zurück und feuerst da drauf. Gut. Ganz im Ernst, so blöd ist das gar nicht. Der war auch gut. Ja, ich versuche den jetzt erstmal so ein bisschen zu unterdrücken, aber viel passiert da nicht. Das hier ist eigentlich ganz sinnvoll. Macht ihm gut Schaden. Da würde ich einfach mal nur reparieren mit den Panzerlies. Ich halte einfach diesen Panzer jetzt hier die ganze Zeit mit meinem Tiger auf. Bin ich jetzt schmerzbefreit, was es angeht. So, regenerieren. Ihr bleibt da als zweite Verteidigungswelle. Regenerieren. Das ist krass, was ich diesen Panzer da antun kann. Ich habe ihn zerstört. Manchmal liebe ich RNG, aber auch nur manchmal. So, okay, der ist einfach mal weg. Sauber. Tatsächlich sieht es gerade eben so aus, als ob wir sogar hier offensiv werden könnten auf der Flanke. Ich repariere den, bevor ich hier irgendetwas tue. 7! 7 oder reparieren? Die 7. Und jetzt zurückfallen, um nachher zu reparieren. Oder in dem Fall halt einfach zu entsetzen? Entsetzen? Ich glaube, es heißt entsetzen. Und noch ein Panzer fällt zurück. Ist das eigentlich auch noch High Ground? Ich glaube, das ist auch noch High Ground. Aber ich werde ihn nicht nehmen. Ist mir zu gefährlich. Du bleibst da auch, weil du verlierst ja bloß wieder Reichweite, wenn du da hingehst. Wobei der Kollege jetzt hier hingehen kann. Bumm. Hat nochmal einen verloren. Du bleibst auch hier stehen. Du bleibst da stehen. Und das war's schon wieder. Das tut weh. Ja, ihnen tut's mehr weh als uns. Ich muss tatsächlich jetzt wieder zurückfallen. Die haben noch so viel mehr Truppen in der Hinterhand. Au, mein armer Tiger. Das ist echt der Hammer. Stell dir mal vor, wir hätten hier mit normaler Wehrinfanterie gekämpft. Ey, das wäre absurd gewesen. Aber ihr seht auch schon, das geht auch ganz schön ins Geld, ne? Dass jetzt hier alles die ganze Zeit zu
Reparieren. Ich muss übrigens jetzt auch mal im Norden gucken. Ich glaube, im Norden ist mir einer durchgewitscht. Irgendwo hier könnte einer sein. Da muss ich jetzt mal diesen Panzer hier zurückschicken. Und vielleicht noch eine Infanterie. Irgendetwas. Bin mir nicht ganz sicher. Nicht, dass da jetzt gleich irgendwas hier durchläuft. So, wo haben wir denn jetzt nochmal Flugzeuge des Feindes? Sehe ich überhaupt Flugzeuge gerade eben? Na, hier ist ein Flugzeug, genau. Okay, meine Fighter kümmern sich jetzt um den Kollegen. Hallo? Der ist immer noch da drüben. Ich habe noch einen Fighter auf der anderen Seite. Und runter mit ihm. Wir erobern uns jetzt hier so nach und nach die Lufthoheit zurück. Gut. Ich dahin. Was, ich kann von alleine schon mehr Schaden machen. Krass. Mhm. Ich bleib hier. Weil jetzt kann ich den nämlich hier encirkeln. Und ihm schon mal hier eine mitgeben. Aber das Schlimme ist, er lässt sich halt nicht wirklich irgendwie von mir unter Druck setzen. Den Ferdinand brauche ich jetzt gleich hier, weil der Panzer hier durchbrechen möchte. Den Tiger muss ich jetzt hier erstmal reparieren, genauso wie dich. Und dich, das ist gerade eben echt ätzend, diese vielen Reparaturen. Die brechen hier durch. Scheiße. Ja, dahin. Rückzug. Wir sehen, die fangen jetzt an hier mit fiesen, fiesen Sachen. Du ziehst dich jetzt ebenfalls zurück. Ich würde mich am liebsten ganz woanders hin zurückziehen, aber es geht nicht. Das sind Zirkel von eigenen Leuten. Feuer. Ging sogar, gar keinen Schaden gekriegt. Cool. Der wird ja immer noch die ganze Zeit hochgeheilt, ey. Dieser miese kleine Lurch. Bumm. Und bumm. Genau. Geh mal weg, Junge. Keiner will dich haben. 5-2, nein, das ist nicht gut. Wir bleiben also so. Hier angreifen mit 3-8, ja, das finde ich gut. Treibt die wieder zurück. Und mich treibt jetzt auch erstmal wieder zurück. Das heißt, du kannst jetzt diese Position noch einnehmen und die sogar noch killen. Hat mich nur eins gekostet und wir halten die Position hier am Fluss immer noch. Ja, die wollte ich, glaube ich, auch wieder hochpumpen. Genau. Was ist mit euch? Ihr habt noch eine 18-8. Wäre sinnvoll. Den pumpe ich auch wieder hoch. Bleibst sogar noch da stehen. Du stehst eigentlich sehr, sehr gut, du kleine Gebirgsjäger. Ich gehe jetzt erstmal da rein und hol mir das. Das bringt mir nochmal 50 Prestige. Du bleibst da. Die Artillerie bleibt da. Ja, jetzt kommen wir wieder in die Phase, was zur Hölle machen wir eigentlich? Denn wir können nicht mehr allzu viel tun. Die Artillerie kann ja auch nicht mehr so viel tun. Bleibt hier. Der schießt auf. Nee, das, da verliere ich ja mehr, ey. Das ist ja. Da mache ich nichts. Wenn ich mehr verliere. Hier habe ich noch einen Fighter. Kann der Fighter hier. Nee, den verlege ich jetzt darüber.
Und jetzt habe ich noch einen Tactical Bomber, den ich noch nicht benutzt habe. Bumm. Immer noch keine gute Idee. Er ist in Circle, der kommt nicht raus. Ich lasse ihn einfach mal da drin. Turnende. Gerade ist bewölkt, aber trocken. Mhm. Oh, 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 oh. Aber man merkt schon, wie aggressiv die pushen, ne? Sag mal, was. Der Tiger ist down. Scheiße! Wie haben die denn den Tiger so auseinandergenommen? Waren das irgendwelche amerikanischen oder britischen Panzergrenadiere? Gut, die hatten einen High Ground Bonus, aber normalerweise gibt der nur mehr Reichweite und nicht mehr Schaden. Es. Na gut, mehr Attacke bedeutet auch wiederum bessere Trefferchance. Das macht dann wiederum mehr Schaden aus. Also, ich weiß nicht, was es war. Wir gucken uns die gleich mal an, was es war. War eine CA-Infanterie. Oh Gott, die Arti ist down. Ja, unsere Position bleibt kritisch. Mhm. Sie bleibt kritisch. Geh mal tatsächlich hier außen rum. Und ne, ich will eigentlich den hier weiter unter Druck setzen. Der da drüben, wobei der nervt schon hart. Bumm. Er hat aufgegeben, perfekt. Also weniger Stress auf der Seite. Da ist noch Artillerie, die ich jetzt hier echt hart attackieren kann. Ich sehe meinen Panzerjäger wieder völlig überflüssig. Da hat es noch Jäger oder Bomber. So, das erste, was wir machen, wir kümmern uns um diese vermaledeiten Flieger. Erster Jäger dahin. Zweiter Jäger dahin. Dritter Jäger dahin. Und weg mit dem Ding. Hallo? Ich möchte es bitte anklicken, danke. Zwei. Zwei. Im Grunde ist es egal. Aber der entkommt tatsächlich sogar und das ist mies. Ja, ich kann ihn jetzt hier mit dem Bomber noch wegmachen. So. Ein kleiner Vorteil hier. Boah, ey, mein armer Tiger, ey. Wir verhindern, dass die jetzt hier so leicht vorankommen, deswegen unterdrücke ich sie ein bisschen. So, rüber, Jungs. Ihr werdet hier nochmal geheilt. 2, 2, 2, 5. Fällt hier zurück. Tust aber sonst nichts. Fällt hier ebenfalls zurück. Du musst ja tatsächlich einfach repariert werden, sonst gehst du drauf. Die Artillerie macht dir Stress. Mhm. Ansonsten bleibst du da. 10, 4, 8. Ich muss verhindern, dass die hier drüber kommen. Und genau das mache ich jetzt auch. Noch eine Einheit besiegt. Um Gottes Willen, ey, was hier jetzt gerade abgeht. Also die haben jetzt gerade echt einen harten Vorstoß versucht. Mhm. Vielleicht kriege ich diesen Panzer kaputt. Nee, nicht ganz. Er bleibt noch da. So, ihr werdet hier nochmal aufgefrischt. Was mache ich mit euch? Da hingehen, um zu verhindern, dass sie einfach drüber laufen.
So, und jetzt gucke ich mal, was da oben kommt, ne? Zweifelsfall muss ich halt echt gegen die da noch vorgehen. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass diese kleine Panzer reicht. Der hat eine Soft Attack von 12, das ist nicht so geil. Du wirst hier nicht angreifen. Du wirst hier momentan auch erstmal dich nur ausruhen. Du ziehst dich zurück, um dann repariert zu werden, hoffentlich noch. Ich repariere dich einfach in der Front. Was ist denn das hier? Ach ja, mein Ferdinand. Der ist jetzt hier halt einfach völlig fehl am Platze. Das ärgert mich gerade eben so ein bisschen. Ich krieg den nicht zum Einsatz. Aber ich stelle ihn jetzt einfach mal dahin, nicht um anzugreifen, einfach nur um im Weg zu stehen. So, fertig, fertig. Oh, wieder KI-Phase. Also die haben auf jeden Fall noch genug Truppen, ey. Guck mal, wie die jetzt hier reinbrettern. Die sind jetzt hier echt durch. Ich kann nur hoffen, dass ich mir genügend... Boah, fuck. Auweia. Ja, das war jetzt gerade eben eher so ein... Oh, wie nennt man das? So ein Schuss, den man halt einfach so gibt. So ein Trivialschuss, ne? Triviale Verteidigung. Oh Gott. Bum, bum. Interessiert den auch nicht wirklich. Die Lufthoheit der Alliierten ist ungebrochen. Und macht mir echt Schwierigkeiten. Hey, cool, ich darf mal sogar was abschießen. Das war mein kleiner Recon. Mhm. Und das dürfte jetzt hier mein Bunker gleich gewesen sein, wenn die nochmal da angreifen. Eieiei. Ich kann es nicht mehr halten, ne? Ich muss mich jetzt hier gleich zurückziehen. Nächste Verteidigungslinie wird das hier sein. Dämlich ist bloß, dass ich dann meine Flugzeuge an der Stelle verliere. Also, was heißt verliere? Die ziehen sich halt dann zurück an eine andere Stelle. Schau mal, was da kommt. Momentan noch nichts. Okay, gut. Ich würde am liebsten das hier angreifen. Switch den Modus. Und einfach mal angreifen. Gilt es als encircled? Gut. Hätte ich sogar richtig eine mitgeben. Nice. Damit haben wir den ausgeschaltet. Schon mal ein kleiner Vorteil. Aha. Ja, Rückzug mit dem Ferdinand. Tja, wie gesagt, nächste Verteidigungslinie wird es jetzt wohl werden, ne? Hier, Nikosia. Auf nach Nikosia. Ja, den habe ich da jetzt weggeballert. Ihr zieht euch jetzt dahin zurück. Du kannst jetzt den hier noch ausschalten. Ziehst dich dahin zurück. Das sind schon Gegner. Ja, voller Rückzug. Einfach nur voller Rückzug. Kann ich nur noch versuchen, hier noch mit dem Tactical Bomber
irgendwie sie noch zu verlangsamen. Aber warte mal, lass noch mal einen Jäger in der Luft. Lasst euch mal dem hier annehmen. Den nehmen wir natürlich auch noch ganz, ganz gerne mit. Lustig ist, ich kann den jetzt hier so den nächsten Bomber auch noch ausschalten. Komm, wir schalten die Bombe aus. Das bringt uns dann vielleicht in den folgenden Phasen nochmal irgendwie so einen kleinen entscheidenden Vorteil. Oh, Scheibenkleister. Rückzug. Mhm. Du hältst hier die Stellung. Das hat wenig gebracht. Panzerjäger. Shit. Weiß gar kein Panzerjäger. Nee, ich kann den angreifen. Gut. Falle zurück. Und schalte ihn aus. Gut, ausgeschaltet. Du gehst hier nicht rein. Du hältst hier einfach die Stellung. Du fällst hier zurück. Versuch den da drüben jetzt hier ein bisschen aufzuhalten. So. Bitte, warte mal. Das Lustige ist, so wie es aussieht, haben Gebirgsjäger halt auch gegen Nicht-Gebirgsjäger massive Vorteile. Wenn die in den Bergen sind, die Gebirgsjäger aber nicht. Nutze das. Das war für die echt schlecht. Ich gehe da hoch, greife aber nicht an. Und wenn du mal diese Basis. Du wirst hier repariert. Und jetzt muss ich mit dir hier mal zurückfahren, denn wie gesagt, die Situation hier ist ja gebrochen. Also die brechen hier durch. Was fehlt mir denn jetzt noch? Der hier noch. Das ist totaler Quatsch, anzugreifen. Da kann ich auch nichts machen. Wir sind fertig. Auch für diese Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.